willkommen zu einem Video. Heute geht's so halbwegs um diese Korvette. Die habe ich euch, glaube ich, nie vorgestellt, aber ist jetzt auch nicht so ein Top-Set, dass ich das jetzt noch nachholen müsste. Die ist ja von 2019 auf den Markt gekommen. Die ist ja manchmal auch schon wieder weg. Ja, die ist Anfang dieses Jahr wieder vom Markt gegangen oder halt Ende letzten Jahres. Genau, 85 Teile knapp, 40 € hat sie gekostet. Ich hatte die lange bei mir zusammengebaut stehen. Also, sie war nie mein Favorite, aber war okay von Design. Dann habe ich sie weggeräumt und habe gesagt, du könntest ja mal gucken, was es so für Alternativ-Bits dazu gibt. Das B-Modell hier von der Hot Rod ist ja ganz nett, aber ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ja. Habe geguckt, was es so gibt bei Rebikable. Was ich euch zeige, verlinke ich euch auch mal unten die Anleitung. Ich zeige euch zwei Sachen, die sind auch beide, kriegst du die Anleitung umsonst. Gibt natürlich auch welche, für die bezahlen musst. Gar keine Frage. Es gibt auch coole Sachen noch. Zum Beispiel so ein Formel-E-Wagen gibt es, dafür müsste man bezahlen, und noch irgendeinen, den ich cool fand, müsste man auch für bezahlen. Wollte ich jetzt nicht gerade machen. Deswegen habe ich umsonst Anleitung genommen. Waren auch coole Modelle. Ich zeige euch jetzt einmal, jetzt steht er hier schon, ein LMP2er. Für den Einser müsste er ein bisschen anders aussehen. Rennwagen, und dann noch ein zweites, ein Truck. Und ja, was man so machen kann, das Modell. So, bei so, sagen wir jetzt mal, 10 Modellen gibt es natürlich immer Verbesserungsbedarf. Aber ich sag mal, die Designer hätten es besser machen können, wenn sie mehr Teile gehabt hätten. Aber sie haben nur die Teile von der Corvette. Ja, hier mit die LP, den LP2er. Ich glaube, der heißt auch Zweier beim Mock. Also, lassen wir es mal so. Oder ist es ein Mock? Mod? Nee, ist ein Mock. Gut. Ja, was haben wir? Sticker sind natürlich drauf von der Corvette. Es gibt natürlich keine Corvette in der LMP. Genau. Ja. Was kann ich zu sagen? Das Ding hat ein paar Funktionen. Und genau. Türen können wir natürlich nicht aufmachen hier. Wir können nur hier einmal das abreißen, weil das hängt auf einem Pin. Ah ja. Es ist natürlich nicht immer so stabil. Das hier ist locker. Die Sandspiele sind locker, aber die sind genauso ähnlich wie in der Corvette. Ja, wir können lenken. Die ist aber nicht wirklich angenehm designt. Man merkt es vielleicht. Also, die ist sehr zuckenhaft und dann überdreht die, denn hier geht's halt, hier kommt so runter, da liegt das Zahnrad, darauf wird es gelenkt und geht dann hier einfach auf so, das schwingt halt einfach hin und her, kann ich euch zeigen hier. Ja, es schwingt halt einfach hin und her. Ist nicht so die angenehmste Lenkung. Man sieht es auch hier, da, die schwingt halt nur so hin und her. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie in der Corvette war. Da war sie jetzt auch nicht viel anders. Da gab es auch nicht dieses Zahnrad, also so diese Plate mit den Zahnstiften oben drauf, wo das Zahnrad langlaufen kann. Die ist halt nicht angenehm, die Lenkung. Aber es ist drin, die Lenkung passt. Der Einsteigwinkel ist gut, wenn der einlenkt. Genau. Was haben wir noch für Funktionen? Wir können hier hinten einmal aufklappen und auch aufstellen. Und dann haben wir hier den Motorraum mit dem V8. So ein LMP ist doch, die LMP2er sind, glaube ich, wirklich V8 Motoren. Und ja, da läuft das mit, genauso wie bei der Corvette, das ist nur dieser mit den Stiften angedeutete Motor. Das passt. Hier muss man aufpassen, dass man nicht so weit drückt, das fliegt dann sehr schnell ab. Aber nicht tragisch, man klappt es einfach auf und stellt sie auf. Hinten ist natürlich dann auch das Differential drin aus der Corvette, gar keine Frage. Und wir haben noch die Heckflügel. Genau. Zu den kommen wir noch, weil ich finde, der ist wirklich gelungen. Ja, so. Müssen wir mal. So. Hier der Heckflügel, ich finde, der ist gelungen. Der kommt dem auch ziemlich nah mit dem von dem LMP. In echt hängt der natürlich nicht so durch. Aber das Teil war halt da. Und hinten haben wir noch die Auspuffrohre angedeutet mit ein bisschen Licht. Fehlt jetzt so ein fetter Diffuser, der hingehören würde. Aber ich finde dafür, dass das ein C-Modell ist, kostet zur Corvette. Und umsonst, wenn man die Anleitung kriegt, ist das gelungen. Und ich finde auch hier vorne, wie die Radkästen designt sind, dann hier auch die Lampen da sind, ist das gut. Es ist nicht das stabilste Technikmodell, es wackelt an vielen Stellen. Aber es ist cool. Also wenn man die Corvette stehen hatte und hat sich satt gesehen an der bei sich zu Hause, mag Motorsport, guckt auch mal ab und zu in die Langstrecke rein oder so, kann man sich den eindeutig angucken. Also kann man machen. Und man baut halt immer aus dem Modell, ne? Also man nutzt einfach mal die Teile. Ja, ich würde sagen, ich baue den jetzt um. Ja, auseinander, das wird schon mal sehr anstrengend. Und baue dann, sorry, einen Truck daraus. Und dann sehen wir uns sofort wieder.
Da habe ich ihn auch schon umgebaut in einen Truck. Den gucken wir sofort an. Kurz. Das Überwiegendanteil ist wahrscheinlich relativ wenig. Ja. Einzelteile hatte ich jetzt hier irgendwie dabei, die fehlten, aber ich habe eigentlich die Corvette halt, bevor ich den anderen gebaut habe, auseinandergenommen. Da war alles da. Vielleicht hat der Bonusteile benutzt und deswegen fehlten die. Das kann sein, weil mir fehlte so ein Axtstopper. Und ne, ich glaube, mir fehlt eigentlich nur so ein Axtstopper und da habe ich den angesetzt, deswegen fehlt der hier. Ansonsten hatte ich, meine ich, alles. Ne, irgendwo glaube ich, fehlte noch eine Art von Pin, aber ich weiß es gerade nicht genau. Ja, genau. Hier fehlte noch ein stinknormaler. Was fehlt mir hier? Stinknormaler Pin. Aber ich habe hier einen. Ne, ich habe gerade über einen stinknormaler Pin hier an der Stelle. Ja, das ist halt manchmal ein typisches Überteil. Aber ich gucke mal, ob ich den noch finde. Ich habe ein paar Teile hier, muss ich mal gucken. Ja. Genau. Kurz und knapp. Die Anleitung war okay, nur ein paar Stellen merkt man, dass die digital gemacht wurde. Und am Modell geht das nicht so einfach, das zu machen. Aber muss man kurz ein bisschen gucken und dann geht das auch. An sich ist der größte Grund, als ich gedacht habe, aber finde ich eine gute Größe. Und Designtechnik kann man drüber reden, ob der gut geworden ist. Also die Front, ich finde, das hat er hier versucht schön zu. Ja, sie, keine Ahnung. Ach ja, und hier fehlt auch noch ein, so ein Spacer, sage ich jetzt mal. Ja, keine Ahnung, ob die jetzt bei mir fehlen oder ob das Bonusteil bei dir hat und die genommen hat. Weil an sich habe ich die komplett auseinandergenommen, da war alles dabei. Das wundert mich sehr bei dem Modell. Mal gucken, vielleicht habe ich die auch noch hier. Ja, genau. Funktion im Set. Wir haben Türen, die aufgehen. Ein bisschen in die falsche Richtung, aber ist okay. Wir haben hinten auch so ein Undock-Ding angedeutet, was wir bewegen können. Das soll, glaube ich, nicht sein, aber ist okay. Wir haben natürlich den Motor, der mitläuft. Und wir haben hier hinten einmal die Lenkung. Die ist auch ein bisschen angenehmer als die letzte. Denn ja, die wird ähnlich gemacht, aber sie wird halt einfach nur, seht ihr das hier, irgendwie hier so umgelegt. Das funktioniert einen Ticken besser als bei dem anderen und ja, ist auf jeden Fall angenehmer. Ja, was kann ich noch sagen? Jetzt hinten wird genauso wie das Differential verbaut und ja, hinten mit Auspuffrohr und ein bisschen Hecklicht. Genau, kann ich viel sagen dazu. Also die Sitze sind eingebaut, passt. Ich finde an sich so ein Race Truck gibt es ja, also die Race Trucks hat er ganz gut getroffen oder sie, ich weiß nicht. Aber ja, ich muss sagen, da war das letzte Modell schon besser. Vom Design her. Hier haben wir ein paar Funktionen mehr. Und das Ding, das ist wirklich, das hier ist stabil. Hier ist jetzt nichts, was einfach mal so rumwackelt. Außer das, weil mir der Pin da fehlt. Ja, also das Modell ist stabiler als das letzte. Dafür designtechnisch nicht so stark. Aber ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Modell ihr besser findet oder ob ihr andere coole Umbauten von der Corvette habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Bleibt gesund, baba schön, bis zum nächsten Mal.